Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Ops 2 Call of Duty Nuketown 2025 Elzart Action mit einem PSN-Freund namens Toxic9911 vom 4TW-Clan. Den grüße ich natürlich und er spielt hier auf Nuketown 2025 mit der schönen Elzart mit Zielsucher drauf. Heute habe ich mal wieder ein Commentary vorbereitet über einen Kanadier, über einen Sänger, den vielleicht viele Jugendliche von euch überhaupt nicht mögen. Wir möchten heute mal über Justin Bieber sprechen. Justin Drew Bieber ist ja ein kanadischer Pop- und Songwriter und hat ja schon große Erfolge gefeiert, aber natürlich nicht unbedingt jetzt bei den männlichen Kollegen oder männlichen Fans sozusagen. Er hat zwar auch männliche Fans, aber ich möchte einfach heute mal ein bisschen über diesen Typen sprechen, warum er eigentlich so gehasst wird. Also, Justin Bieber wurde durch YouTube berühmt. Der hat so ein komisches Video von, was war es denn, Usher oder so gesungen. Irgendwie so gesungen. Und auf jeden Fall hat er extrem viele Klicks bekommen. Und dann hat Usher ihn entdeckt und hat natürlich dann gleich mal mit ihm ein paar Songs aufgenommen und dann fing die ganze Karriere von dem an. Was hat Justin Bieber eigentlich, was Frauen so interessant finden? Zum einen mal, er ist jung, er singt über Liebe, über Schmetterlinge und was weiß ich noch. Und er ist einfach reich inzwischen. Er ist einfach Millionär, er hat viel Geld und da stehen einfach Frauen drauf. Und Frauen wollen einfach einen Mann, wo man der Gefühle zeigt, der so singt, der vielleicht gut aussieht und der natürlich ein bisschen Schotter auf dem Konto hat. Das wollen die Frauen. Aber da kommen natürlich jetzt die Männer ins Spiel. Die mögen den jetzt nicht so. Es gibt Anti-Justin Bieber-Seiten im Netz. Da denke ich mir wirklich, muss das wirklich sein? Muss es sowas wirklich geben? Weil, ich denke auch, Frauen dürfen doch auch ein Idol haben. Warum dürfen nur Männer ein Idol haben? Frauen dürfen doch genauso einen Schwarm haben wie wir Männer. Gut, bei uns ist es jetzt Gina Wild und die anderen Pornodarsteller. Ich weiß jetzt nicht, wie die alle heißen. Fixi Bixi und Foxy Foxy. Auf jeden Fall finde ich das asozial, wenn man gleich darüber redet, Justin Bieber sei schwul oder irgendwas anderes. Das ist ein typisches Phänomen, was natürlich nicht nur bei Justin Bieber auftritt, sondern auch bei, wenn man jetzt zum Beispiel ein Headset hat auf der PS3 und hört zum Beispiel Robbie Williams, dann kommt gleich zurück, hey, mach den scheiß Gay-Musik aus, mach die schwule Musik aus oder sowas. Das ist auch wieder so eine Sache. Schwul gleich Gefühle, gleich Mann, gleich schwul, oder? Aber warum dürfen Männer denn keine Gefühle haben und die Gefühle dann auch in einem Song rauslassen, ohne gleich als homosexuell zu gelten? Ist auch so eine Sache, wo mich ganz klar ankotzt. Ich mag die Musik von Justin Bieber nicht, sag ich ganz klar, aber trotzdem respektiere ich seinen Weg und ich hoffe ihr auch. Und was haltet ihr eigentlich von Justin Bieber? Findet ihr ihn gut? Findet ihr ihn scheiße? Was haltet ihr davon? Es ist wichtig, dass ihr mal ein paar Kommentare schreibt. Ich finde die Musik nicht gut, aber trotzdem, vielleicht gibt es ein paar Justin Bieber Fans von euch, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, übrigens, er ist nur 1,70 Meter groß. Also ist wirklich ein kleiner Sänger. Oh, 1994 wurde er geboren, sehe ich gerade. Oh, Digga, ich bin 93 geboren. Ja, das sieht echt jung aus, Leute. Also der hat echt viele Hormone gespritzt. Also Leute, das ist jetzt hier eine Minute. Und wir haben schon 65 zu 70 hier. 26 Kills hat der edle Gameplay-Spender schon erzielt mit der Elzart und dem Zielsucher. Ich schreibe natürlich bestimmt mal hier, hey Digga. Der Zielsucher drauf, ist doch voll ungerecht. Finde ich jetzt nicht. Er nutzt den Spielvorteil aus und das ist doch auch mal was Gutes, oder? Super gut. Elzart finde ich auch ganz geil, habe ich auch immer damals gesuchtet. So, hau die Gegner weg, Digga. Weil gleich geht die Map in die Luft. So, also, das war jetzt mein kleines Commentary über Justin Bieber. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und was ich aber ein bisschen scheiße finde an Justin Bieber, ist ganz klar, dass es überall inzwischen schon gehypt wird. Überall ist Justin Bieber, er ist überall in den Nachrichten, das fängt jetzt bei der Bravo an, es ist wirklich furchtbar, aber trotzdem ist er
ein cooler Typ. Der hat über 43 Millionen Follower auf Twitter. Das ist schon eine fette Armee. Also das ist halb so viel wie Deutschland besitzt der an Follower bei Twitter. Fette Sache. Fette Sache. Er kann einmal schreiben, hey YouTube Gamescom, du bist ein Blödmann. Da habe ich 150 Millionen Justin Bieber Fans vor meiner Tür. Somit sage ich ciao Leute. Ich hoffe, das Gameplay hat euch gefallen und der edle Gameplay-Spender würde sich freuen, wenn ihr euch, wenn ihr mal schreibt, schreibt einfach mal, hey Toxic, geiles Gameplay oder so, könnt ihr gerne anschreiben, Toxic9911, das ist dein Account. Hau rein, Leute, ich bin weg. Bis dann, ciao und danke.